Hi Leute, willkommen zu einem neuen Part. Wir spielen Final Fantasy X. Das letzte Mal wollte uns hier der gute Orin reinziehen. Einfach hier mitten im Wald hat er sich hier als Holzfäller betätigt und eine Abkürzung geschaffen oder so. Niemand weiß, um was es sich handelt. Aber es sieht schon mal sehr mysteriös aus hier. Ich habe keine Ahnung, was er uns zeigen will. Aber er scheint irgendwas zu wissen, was hier sein soll. Da hinten stehen die komischen Typen. Was ist denn hier? So ein Teich oder wie? Ein kleiner Wasserfall? Sieht auf jeden Fall cool aus. It's just water, isn't it? This is what spheres are made of. Huh? It absorbs and preserves people's memories. What's that? Ist das ein Spheroid? Oder wie? Fiends are also attracted to these places. Na toll. Danke, Orin, dass du uns das zeigen wolltest. Nur wegen dir müssen wir jetzt hier so einen komischen Gegner besiegen. Das hier ist nämlich der nächste Bosskampf. Es handelt sich um Sphärimasse, Spheromasse oder Sphärimorph auf Englisch. Das ist ein sehr interessanter Gegner, finde ich. Wir verteidigen erstmal eine Runde, ne? Das Interessante an diesem Gegner ist nämlich, dass er sein Element wechselt. Das finde ich sehr cool. Wir klauen Äther. Und ja, toll. Wir bekommen direkt mal auf die Nase. Autsch. Auron kann auch eine Ekstase benutzen, wenn man vom Teufel spricht, ne? Nämlich Seisma. Wir benutzen es doch mal direkt, ne? Müssen wir die krasse Tastenkombination wieder hier drücken. Mal gucken, ob das klappt. Ja, und ohne Probleme. Das funktioniert doch wie am Schnürchen. Macht leider kaum Schaden. Das ist blöd. Hat eine gute physische Verteidigung, ne? Okay, er greift mit Wasser an. Dann wissen wir also jetzt, er ist momentan Wasserelement. Und wir können mit Blitz kontern. Das ist nämlich die Taktik, die man in diesem Bosskampf gerne machen sollte. Wenn man angreift, dann kontert er mit dem Element, welches er momentan hat. Und wir können dann mit dem entgegengesetzten angreifen. Aber jetzt ändert er sein Element. Schade. Ja, guter Tidus. Mach du mal hier eine große Aktion. Wir haben nämlich mit Tidus auch eine neue Fähigkeit gelernt. Und zwar, wir können zwar unsere Gegner hier, unsere Freunde verschnellern. Aber wir könnten doch auch unseren Gegner einfach verlangsamen. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich glaube, er ist immun. Aber wir können es mal probieren. Ja, immun. War ja klar. Aber egal. Yes, ausgewichen. Horn. Klasse Sache. Der gute Walker. Auch er hat eine neue Fähigkeit gelernt, aber ich glaube auch hier ist Immunität vorhanden, und zwar der Blindschock. Der hat eine höhere Wahrscheinlichkeit, in Blind zu versetzen, allerdings nur für eine Runde im Vergleich zum Blindhieb, der drei Runden funktioniert. Ich glaube, es ist auch immun, aber ich möchte gerne mal zeigen, wie es aussieht. Ja, immun, wunderbar. Aber wir haben herausgefunden, dass er jetzt Blitz als Element hat, deswegen können wir direkt mit Wasra kontern. Super Sache. Also Lulu in diesem Kampf auf jeden Fall der Haupt-Damage-Dealer. Sehr cool. Und wir sehen schon, Lulu macht 2000 fast mit jedem Zauber. Das ist doch nett. Definitiv. Kann ich nicht meckern. Aua. Und der verwandelt sich immer in so einen komischen Kegel oder so. Naja. Der gute Kimari kann mal raufhauen. Mal gucken, was da so passiert. Er macht leider nicht so viel Schaden, nicht? Eis. Okay, da müssen wir mit Feuer angreifen. Also ihr seht schon, wie der Kampf funktioniert, nicht? Finde ich ziemlich geil eigentlich. War jetzt jeder dran? Riku kann aber nochmal eine neue Fähigkeit demonstrieren. Sie hat ja auch was Neues gelernt. Nämlich, wir können mit Fortuna unser Glück der Gruppe steigern. Was das genau bringt, weiß ich nicht. Ich glaube, damit haben wir eine erhöhte Chance auf kritische Treffer. Oder? Bin ich mir jetzt aber nicht sicher. Das ist gefährliches Halbwissen. Jetzt müsste ich natürlich mich erinnern, mit was er angegriffen hat. Ich glaube, er hat mit Eis angegriffen, nicht? Damit probieren wir mal Feuer aus. Wenn man sich hier vertut, dann heilt man ihn einfach mal um 2000. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Aber ich hatte nochmal Glück gehabt. Wunderbar, das läuft doch. Ich weiß ja nicht, wie viel HP der Typ hat. 6000 haben wir eben schon runtergeballert. Aber Riku hat ja noch eine tolle Fähigkeit, und zwar Almosen. Wir können unseren Gegner jetzt mit Gil angreifen. Und da können wir tatsächlich hier Geld ausgeben, um unseren Gegner damit zu bewerfen. Totaler Schwachsinn. Aber okay, mal gucken, wie viel Schaden machen denn 500 Gil? 50, na toll. Also immer 10% von dem Wert wahrscheinlich. Habe ich aber niemals benutzt. Au, das hat weh. Na gut, hier, Kimari, greif mal an. Ich möchte mal das Element rausfinden, welches er hat. Feuer hat er jetzt. Okay, müssen wir also mit... hier, Dingsens, Bumsens angreifen. Mit Eis, genau. Aber erstmal heilen. Heilen ist toll. Wir müssen es heilen. Mit Vitra. Sollte eigentlich auf 100% wiederbringen, ne? Yo, locker. Ja, sie wäre sonst nicht tot gewesen, aber okay. Er hat mit Feuer angegriffen, oder? Dann müssen wir jetzt mit Eisra kontern. Ich habe immer Angst, dass ich mich hier vertue und dann heile ich ihn um unfassbar viel. Aber es hat nochmal geklappt.
Und das ist ein sehr cooler Boss, dass er so seine Anfälligkeit wechselt. Das finde ich super. Nett gemacht auf jeden Fall. Jetzt hat er Wasser, also müssen wir wieder mit Blitz angreifen. Vorher nochmal eben heilen. Wunderbar, Kimari. Kimari ist jetzt derjenige, der das für uns mal rausfindet, was unser Gegner so für ein Element hat. Und Lulu ist dann diejenige, die mit dem Entgegengesetzten angreift. Er hatte Blitz, ne? Da muss ich jetzt mit Wasser angreifen. Ich vergesse das immer. Mein Gehirn ist zu schlecht. Nein! Jetzt habe ich ihn geheilt. Verdammt, ey. Okay, er greift mit Wasser an. Ja, danke für diesen Hinweis. Wir müssen mit Blitz angreifen. Mensch, hätte ich das nur gewusst, ey. Ich glaube, ich verteile... Ah, nee. Ich habe eine tolle Idee. Ich kann doch Lulu mal Hast geben. Das ist doch voll sinnvoll, oder? Machen wir mal Hast auf Lulu, dann ist sie häufiger dran. Wir wissen schon, dass er jetzt Blitz gerne bekommen möchte in sein Gesicht. Deswegen machen wir mal eine Blitzrawut. Das ist doch der perfekte Zeitpunkt dafür, oder? Jetzt muss wieder hier mein Control-Stick gedreht werden. Wie verrückt. Ich hasse das Ei, aber okay. Nein, noch ein. Oh Mann, nur 5. Naja, macht aber allen ein bisschen Schaden. Kann man sich nicht drüber beklagen. Mit Tidus möchte ich eigentlich nicht so gerne angreifen, weil er ja einen Wasserschlag hat auf der Waffe. Ja, und das könnte dann direkt ihn mal heilen, ne? Was hat er denn jetzt für ein Element, frage ich mich. Jetzt hat er Wasser, ne? Hätten wir mit Tidus angegriffen, hätten wir ihn direkt geheilt. Tolle Kacke. Naja, ein bisschen Heilung könnten wir allerdings auch gebrauchen und nicht nur die Gegner hier, ne? Also, beten eine Runde. Rote Beete, auch lecker. Oder, weiß ich nicht. Eigentlich nicht so. Also, ich finde nicht so. Ich habe jetzt natürlich schon wieder vergessen, mit was er angegriffen hat, ne? Ich glaube, Wasser. Man müsste sich das eigentlich aufschreiben, ne? Wenn man so blöd ist wie ich. Aber vernichtend. Super, es hat gereicht. Kann ich den Zettel ja wieder weglegen. Das war der coole Sphärimorph-Gegner hier. Sphäromasse. Richtig cooler Gegner. Gefällt mir. Und er entstand aus den Erinnerungen von Menschen. Interessant. Ja, und so geht er dahin. Dieser ekelhafte Typ, ey. Haben wir gewonnen oder kommt noch was? Ich glaube, wir haben gewonnen. Yeah. Yeah, gewonnen! Jack-Spheroid gefunden. Okay. Wo der jetzt herkommt auf einmal, weiß ich nicht. Wahrscheinlich aus den Erinnerungen des Monsters, ne? Können wir uns den angucken oder so? Und Level 2 Spheropass. Das ist geil für Kimari. Was ist dieser Jack-Spheroid? Whoa, this is old. Don't know if you can play it back. Naja, 10 Jahre oder so, ne? Left it here 10 years ago. Ach so. Deswegen wolltest du hier hin. What are you taking? Well, you said it was gonna be a long trip. We'll be seeing a lot of neat things, right? So I thought I'd record it all in this. To show to my wife and kid, you know. This is no pleasure cruise. Hey, Braska. Ain't this supposed to be a grand occasion? Where are the cheering fans, the crying women? This is it. Too many goodbyes. People think twice about leaving. If you say so. Well, it better be a lot more colorful when we come back. A parade for Braska, vanquisher of sin. We should go. Day will break soon. Was ist jetzt? Das war nicht so spektakulär. Ah, geht noch weiter. Oren, could you stand closer to him? Good. That should do it. What's the matter? Afraid I might bite? Jacked. Braska, you should take one too. It'll make a great gift for little Yuna. I suppose. Lord Braska, we shouldn't be wasting our time like this. What's the hurry, man? Ugh. Let me tell you what the hurry is. Oren! Okay. Warum hat das damals so eilig gehabt und jetzt will er, dass wir hier so einen komischen Abstecher machen? What's the point? He wasn't on some pleasure cruise. I think there's more.
Ah, es geht noch weiter. Ah, da sind wir auch gerade. Hey. If you're sitting there watching this, it means you're stuck in Spira like me. Ja, wegen dir, Mann. You might not know when you'll get back home, but you better not be crying. Although I guess I'd understand. But you know what? There's a time when you have to stop crying and move on. You'll be fine. Remember, you're my son. And, well, never mind, I'm no good at these things. Ich glaube, Jack war gar nicht so ein Arsch, wie wir ihn eigentlich hielten. Ich glaube, er ist voll okay. Tschüss. He sounded almost serious, but it was too late. He was serious. Jack had already accepted his fate. His fate? Jack, he was always talking about going home to Xanarkand. That's why he took all those pictures. To show them to you when he returned. But as he journeyed with us and came to understand Spira and Braska's resolve, it happened gradually, but Jekt changed. He decided he would join Braska in his fight against Sin. So then, he gave up going home? That was his decision. I guess I understood. My old man, he knew there was no way back home, back to Xanarkand. He wanted to go home, but he knew he couldn't. He couldn't go on until he accepted it. Besides, even if he had found a way back, I don't think he would have left his friends behind before their journey was complete. All right, let's go, guys. Maybe I had to start accepting my own fate. Okay. Also wir können jetzt hier die Jacks Pheroiden sammeln und dadurch erlernt Auryn neue Ekstase-Techniken. Wunderbare Sache, finde ich das. Aber eine Sache, die mir total blöd gefällt, oder die ich total dumm finde, hat jetzt nichts mit Final Fantasy zu tun, sondern mit der Aufnahme. Und zwar, ich wohne ja in diesem verdammten Neubaugebiet hier und unser dummer Nachbar kam einfach auf die tolle Idee, seinen tollen Betonmischer hier anzuschalten. Und ich hoffe, das hört man nicht allzu sehr auf der Aufnahme, ey. Oh Mann, aber wenn ich mir die Audiospur angucke, sehe ich da schon Ausschläge, ey. Das hört sich doch bestimmt blöd an, ey. Naja, sorry dafür. Gibt's hier irgendwas noch in diesem Gebiet? Ich glaube nicht, ne? Na gut, dann müssen wir wohl zurück. Nichts mehr zu erledigen hier. Wait. Was, worauf? Jack loved you. Oh, come on, please. He just didn't know how to express it, he said. Enough about my old man, okay? I just thought you should know. Okay. Thanks. Okay, damit sind wir quasi hier mit Sphärimorph Kapitel abgeschlossen, fertig hier, alles paletti. Und wir können zurück auf dem eigentlichen Weg im Makalania Wald. Da sind wir ja immer noch und unser Ziel ist der Makalania Tempel. Ja, dafür müssen wir jetzt hier nach Norden gehen. Ist der Wald hier zu Ende? Bitte? Ah! Ein neues Gebiet! Wunderbar! Hallo, Klasko, was machst du denn hier? Darf ich die Truhe haben? Hi there! Moin! Would you look at this? They always leave me behind. Wie habt ihr den Chocobo rüberbekommen? There, good boy! How'd you know what it wanted? I've always been able to tell how chocobos feel. Maybe I'd make a better chocobo breeder than chocobo knight, huh? Hey, what job do you see me doing?
Ich glaube, Pfleger passt besser zu dir. Yeah, I think so too. You know, I might just give it a try. Ja, mach das. Darf ich die Truhe jetzt haben? Bitte! Ich will die Truhe! Okay, komm ich nicht hin. Naja, Orca, was machst du so? Curse that Rin for taking up a place like this. He'll be rich by tomorrow, all on account of his celebration gig. Hm? What? You buying something from me? Nie im Leben, ey. Bin ich bekloppt, ey. Yeah, should have expected as much. Tja, Edge. Aber hier sehen wir natürlich schon auf dem Boden liegend ein neues Albert-Lexikon. Band 16. Wunderbar. Und damit sind wir in Albert Xinilbran. Endlich ein Xinilbran. Oder so. Okay, mal gucken. Was ist denn das für eine Hütte hier? Sieht gemütlich aus. Ist das wieder so eine Herberge? Was ist das hier? Achso, ein Kombisphäroid wieder mal, wo wir unsere Albert-Lexika kombinieren könnten. Mit wem muss ich hier reden, frage ich mich. Erstmal speichern, ne? Das ist das Wichtigste. Und Mihen, oder wie der Typ hier hieß, Mai Chen oder so, ist auch wieder hier. Falls wir Bock haben auf eine Geschichte, würde er uns damit versorgen. I've heard Lady Yuna is to wed Maester Seymour. Angeblich. It is great news. I'd like to congratulate her. But it is a pity. Ja, wolltest du sie auch haben, oder wie? I hoped Lady Yuna would defeat Sin and bring the calm to Sin. Ich glaube, was macht sie trotzdem? Yuna's still gonna journey, even after she's married. Ah, that is also great news. Her resolve is admirable. Ich glaube, wir müssen jetzt mit unserer kompletten Gruppe reden, oder? Fangen wir mal mit Yuna an. Moin. Hm? Don't forget to smile, remember? Oh, you're right. I'll try and remember. Okay. Kimari, was hast du so zu sagen? Du bist auch immer hier der gesprächigste Typ. Temple not far. Why stop here? Ja, weil ich speichern wollte. Anything can happen. Make sure you're prepared, right? Ach, als ob jetzt noch irgendwas vor dem Tempel hier passieren sollte, ey. Wir sind direkt fast da, ey. Mann, schieb mich hier weg, ey, Blödi. Can we go now? I'm tired of waiting. Ist ja gut, wir gehen gleich. Yuna's really quiet. Seriously? A wedding's not supposed to make people feel this bad, huh? Come on, don't say that. I say what I want, ever since I was a kid. Oh, so you're an adult now? You know it. Okay, wie kann ich denn jetzt hier den Plot mal fertig machen? Wir können uns ausruhen. Ausruhen tun wir uns mal. Das ist doch die perfekte Idee. Endlich mal eine schöne Übernachtung hier, wunderbar. Na toll. Okay. Na gut, dann müssen wir wieder raus. Wir können nicht raus. Ach doch. Aber die Truhe ist immer noch versperrt, Mann. Klasko, ich will die haben. Da ist bestimmt was voll Geiles drin. Naja, okay. Ah, ich möchte nicht eigentlich weiterlaufen jetzt. Weil ich weiß, was passiert. Und das schaffen wir nicht mit diesem Part. Was können wir denn sonst noch so Sinnvolles machen? Wir können noch mal aufs Sphärobrett gehen, aber weiß nicht, ob das so interessant ist für euch. Ah ja, na egal. Wir verbringen noch mal kurz die Zeit auf dem Sphärobrett, um unsere restliche Zeit hier zu verwenden, nicht? Wir haben nur noch eine Minute und ich möchte die Story nicht weiterbringen, weil sonst müsste ich an einer ungünstigen Stelle gatten. Oh, eine neue Fähigkeit für Yuna. Mal gucken, was das ist. Möchten wir dann auch im nächstbesten Kampf mal demonstrieren. Shell, wunderbar. Damit können wir unsere Abwehr gegen physische Angriffe, glaube ich, verstärken. Die gute Kimari, was mache ich mit ihm denn? Ich wollte eigentlich jetzt hier das Feld von Auron erkunden, ne? Und da müsste ich hier hin. Ja. Aber diese Fähigkeit hier nehme ich noch mit. Dieses Ability-Dings hier. Retard Heap! Und jetzt zurück. Zurück zu diesem Level 2 Sphero-Block. Da können wir jetzt durch, weil wir Level 2 Sphero-Pässe bekommen haben. Richtig coole Sache. Der Walker lernt auch eine neue Fähigkeit. Das finde ich super. Subvita! Das ist quasi sowas wie Absorber im Pokémon-Universum. Also wir entziehen dem Gegner HP und heilen uns für den gleichen Betrag selber. Obwohl, bei Absorber im Pokémon ist es nur anteilig, die Heilung, oder? Naja. Auron erlernt hier auch nochmal ein bisschen Geschick, ein bisschen schneller zu werden. Wunderbar, das geht hier doch alles wunderbar flockig von der Bühne. So, wie viel haben wir denn noch?
Na, Teile ist bekommen auch noch was hier. Wir haben es ja. Wir haben es ja, ne? Oh Mann, das ist bestimmt total langweilig. Aber ich möchte doch die 20 Minuten voll bekommen, ey. Na gut, das war's. Alle Charaktere sind versorgt. Ich verkaufe offscreen nochmal meine Items, die ich nicht mehr brauche. Dem guten Händler hier. Wir können es auch Walker verkaufen, ne? Naja. Aber wir sehen uns im nächsten Part dann wieder mit atemberaubenden Ereignissen im nächsten Part. Ich weiß ja, was kommt. Wir werden Seymour treffen und ihm sagen, dass Yuna und er heiraten wollen. Und dann bekommen sie Kinder. Und ja, die Reise wird abgeblasen im Endeffekt. Aber es war quasi schon zu viel gespoilert jetzt. Also, wir sehen uns im nächsten Part. Dann könnt ihr euch selber davon überzeugen. Wir sehen uns dann. Ciao, Leute.